Willkommen zu einem neuen Video von Heimnetzwerk und WLAN-Hilfe.com. Heute möchte ich dir zeigen, wie du dir eine Windows 10 DVD erstellen kannst, die eine aktuelle oder eine ältere Windows-Version beinhalten kann. Bestimmt kennt ihr alle das Microsoft Media Creation Tool, das du über die Microsoft-Seite aufrufen kannst, und zwar über diesen Link hier oben. Hier kannst du dir entweder die aktuelle Version von Windows 10 herunterladen, was jetzt im Moment das Windows 10 Oktober 2020 Update wäre, oder du lädst dir hier über diesen Link das Media Creation Tool herunter, das dann die aktuelle Windows-Version für dich herunterlädt, oder mit dessen Hilfe du eine Windows 10 DVD oder einen Windows 10 USB-Stick erstellen kannst. Wer jetzt keine Windows 10 DVD besitzt, für den wird es in manchen Fällen schwierig, Probleme am Computer zu beheben. Wir haben natürlich auch schon gezeigt, wie du das mit dem normalen Windows machen kannst, also ohne eine Windows 10 DVD zu besitzen. Aber wenn du mit einer Windows 10 DVD startest, hast du viel mehr Möglichkeiten, da hier andere Optionen angeboten werden, unabhängig von dem schon installierten Windows-System. Deshalb ist es empfehlenswert, immer eine Windows 10 DVD zur Verfügung zu haben. Hier kannst du dir also die aktuelle Windows-Version herunterladen. Doch was ist jetzt, wenn du eine ältere haben möchtest? Dann wird es schon schwierig. Du könntest jetzt danach googeln, dann findest du bestimmt auch ein paar Seiten, die ein paar Images von alten Windows-Versionen anbieten. Aber du kannst auch auf eine Seite gehen, wo du dir aussuchen kannst, welche Windows-Version du gern auf einer Windows 10 DVD brennen möchtest. Und solch eine Seite gibt es, und das ist die Seite UUP. Hier hast du die Möglichkeit, für aktuelle und alte Windows-Versionen dir ein sogenanntes ISO-Image herunterzuladen bzw. erstellen zu lassen, das du dann später auf eine DVD brennen kannst oder in ein virtuelles Laufwerk einbinden kannst. Begebe dich also bitte hier auf diese Seite. Selbstverständlich werden wir dir die Links zu diesen Seiten unterhalb der Videobeschreibung hineinkopieren, sodass du diese dann nur kopieren und hier einfügen musst. Sparst du wieder ein bisschen Schreibarbeit. Und jetzt werden dir hier in diesem Bereich schon Versionen von Windows 10 angeboten. Die aktuelle Version ist die 20H2, das ist die 20H1, das ist die vom Frühjahr und die von den letzten Jahren. Das sind so die letzten Windows-Versionen. Möchtest du jetzt eine Version haben, zum Beispiel die vom März 2019, dann kannst du hier auf 19H1 klicken, also 2019, Halbjahr 1, und dann werden dir hier unten jetzt Versionen von Windows 10 aufgelistet, die die Versionsnummer 1903 haben mit den unterschiedlichen Bildvarianten. Jetzt gibt es hier zwei unterschiedliche Editions, die du herunterladen kannst, zum einen die kumulative und die Feature Edition. Was ist da der Unterschied? Die kumulativen Varianten haben nur Basis-Updates integriert und die Feature-Varianten enthalten neben den Basis-Updates auch zusätzliche Updates, die veröffentlicht wurden. Möchtest du also eine Windows-Variante, die möglichst viele Updates enthält, dann würde ich mich hier für so eine Feature-Variante entscheiden. Hast du dich entschieden, dann klickst du die entsprechende Version an. Wählst hier noch die Sprache aus, die das System haben soll. In unserem Fall Deutsch, also German. Klickst dann hier auf Next. Jetzt werden dir vier Windows-Varianten vorgeschlagen, die in dieses ISO eingebunden werden. Home und Professional-Variante kennt bestimmt jeder. Die Home-N und Professional-N-Variante wird jetzt nicht jedem so geläufig sein. Das sind Varianten, die die gleichen Funktionen haben wie Home und Professional, aber ohne Mediatechnologien. Das bedeutet, in diesen Editions sind keine Media Player, Skype oder andere Media-Apps für Video, Voice-Recorder und ähnliches eingebunden. Der Grund dafür, dass diese mit angeboten werden, ist halt der, dass Microsoft wettbewerbsrechtlich Probleme hatte,
weil sie eben einfach bestimmte Sachen in ihr System gepackt haben, ohne dass der Anwender eine Chance hatte, dieses abzuwählen. Deshalb werden auch diese N-Varianten angeboten, damit hier wettbewerbsrechtlich keine Probleme auftreten. Also kannst du diese Varianten eigentlich herausnehmen, es sei denn, du möchtest eine ohne Media-Elemente. Nachdem du jetzt deine Auswahl getroffen hast, klickst du hier auf den Button Next und es werden dir ein paar Varianten des Downloads angeboten. Lass bitte die voreingestellte stehen. Hier wird nämlich ein Download-Initialisierungsprogramm heruntergeladen mit allem, was du benötigst, um am Ende automatisch eine ISO-Datei zur Verfügung zu haben, die du dann brennen oder einbinden kannst. Das ist dann eigentlich schon alles in Einstellungen. Jetzt klickst du hier auf Create Download Package. Je nachdem, was du für einen Browser nutzt, wird das dann an einer entsprechenden Stelle im Dateisystem abgespeichert. Dann begeben wir uns mal in den Ordner, wo der Download abgelegt wurde. Die heruntergeladene Datei ist eine ZIP-Datei, also eine gepackte Datei, die wir noch entpacken müssen. Das machen wir, indem wir diese Datei rechts anklicken und dann den Befehl alle extrahieren nutzen. Wenn du möchtest, kannst du die Bezeichnung hier noch abändern, zum Beispiel Win 1903 ISO-Erstellung. Dann entpacken wir das und befinden uns jetzt in dem Ordner, wo die Dateien liegen, die wir heruntergeladen haben. Um nun das Erstellungsprogramm für unsere Windows ISO-Datei zu aktivieren, klickst du doppelt hier auf diese Datei. Das ist eine CMD-Datei. Du kannst dir hier gern mal den Inhalt dieser Datei anzeigen lassen, indem du über das Kontextmenü den Befehl Bearbeiten aussuchst. Und wenn du dich mit dem Schreiben von Batch-Dateien auskennst, dann kannst du ja mal hier nachverfolgen, was so alles passiert. Ansonsten führst du die Datei mit einem Doppelklick aus und jetzt beginnt das Programm mit der Initialisierung des Downloads der notwendigen Komponenten, die für die Erstellung des ISOs benötigt werden. Das kann je nach deiner Internetverbindung und nach deiner Computerleistung eine Weile dauern. Natürlich werden wir uns jetzt nicht das die ganze Zeit hier anschauen. Irgendwann ist das Skript beendet und die ISO-Datei wurde erstellt. Dann erhältst du eine Meldung und kannst das Fenster hier beenden. Dann begibst du dich wieder in das Verzeichnis, wo diese Datei drin lag, mit der wir den Download und die Installation angestoßen haben. Und dann wird dir hier drin die ISO abgelegt. Also hier in dem Verzeichnis befindet sich dann die hier ISO-Datei, die du auf eine DVD brennen kannst oder als virtuelles Laufwerk in dein System einbindest und so nutzen kannst. Damit sind wir am Ende mit unserem heutigen Tutorial. Falls du diesen Weg noch nicht gekannt hast, eine beliebige Windows-Version als ISO-Datei zu erstellen, dann würde es uns natürlich sehr freuen, wenn du uns für unseren Tipp ein Like gibst, gerne auch einen Kommentar hinterlässt. Und wenn du noch nicht unseren Kanal abonniert hast, dann klicke doch bitte auf den Subscribe-Button und vergiss nicht, die Glocke zu klicken, damit du auch kein zukünftiges Video von uns verpasst. Also bis demnächst. Tschüss und einen wunderschönen Tag wünsche ich dir noch. Thomas von Heimnetzwerk und WLANhilfe.com. So, das war's für heute. Bitte vergiss nicht zu liken, vielleicht einen Kommentar zu hinterlassen und natürlich ganz wichtig, den Abonnieren-Button klicken. Sonst könntest du ja eins von unseren neuen Videos verpassen. Ciao, bis zum nächsten Mal.